Was würdest du machen in einer absolut freien Welt? Welchen Weg würdest du gehen? Welches Ziel würdest du dir setzen? Dies ist meine Geschichte, meiner absolut freien Welt. Thank you.
Ein fremder Handelsposten. Kaum habe ich das System betreten, hat mein Scanner mir zwei Orte gezeigt. Diesen Handelsposten und eine Fabrik auf einem anderen Planeten. Ich hoffe, ich finde hier bei diesem Handelsposten die Zelle, die ich so sehr suche. Diese Alienart kenne ich nicht. Die Alienart in meinem Heimatsystem, also Tummelwiese Startsystem, hießen Korvax oder so ähnlich. Die hier sind anders. Verdammt, hier gibt's die Zelle auch nicht. Ich frage mich, ob es die überhaupt zu kaufen gibt oder ob ich irgendwie den Bauplan dafür finden muss. Okay, dann werde ich wohl mit den letzten Ressourcen, die ich noch habe, zum nächsten Planeten fliegen, wo es eine Fabrik geben soll, laut Scanner. Ich hoffe, ich werde da fündiger. Dann auf zum zweiten Planeten. Der ist so blau. Könnte das eine... Könnte das ein erdähnlicher Planet sein? Wow! Was ist hier los? Was passiert hier? Werden die angegriffen? Das klingt gar nicht gut. Am besten schnell zum Planeten. Verdammt! Ob ich das noch rechtzeitig auf dem Planeten schaffe?
Okay, Schluss mit dem Abhauen. Dann zeig mal, was du kannst, drauf. Fast zerstört. Ich repariere schnell mein Schiff und fliege dann weiter zur Fabrik. Das scheint echt ein erdähnlicher Planet zu sein. Das ist enttäuschend. Es ist zwar ein erdähnlicher Planet, aber er scheint trotz dem vielen Wasser total tot und ausgetrocknet zu sein. Okay, das ist die Fabrik, aber wie es aussieht, muss ich mir gewaltsam Eintritt verleihen. Doch mit dem normalen Mining Laser kann ich das nicht. Ich benötige einen sogenannten Blitzwerfer. Das ist sozusagen ja, eine normale Waffe, die halt schießt und Schüsse hat, die halt töten sollen. Oder eine größere Zerstörungskraft haben. Mein Problem ist allerdings, ich benötige für den Blitzwerfer Plutonium. Das heißt, ich werde mich hier ein wenig umsehen müssen und Plutonium sammeln. Ich bin jetzt ein wenig durch die Landschaft geirrt und der Planet ist wirklich tot. Es gibt hier keine Tiere. Nichts, nur ein paar Pflanzen. Aber zum Glück auch Plutonium und das habe ich jetzt gefunden. Das sammle ich jetzt ein und dann geht's zurück zur Fabrik. Und da werden wir die Tür eintreten und hoffen, dass da drin etwas ist, was wir suchen. Die mich da oben im Orbit angegriffen haben, das waren bestimmt so eine Art Piraten. Ich hoffe nur, dass die nicht allzu oft hier in Erscheinung treten, weil die haben mich schon echt runtergeschossen.
Dann bauen wir mal den Blitzwerfer und treten die Tür ein. Oh, das gefällt dem Wächterdrohnen gar nicht. Okay, alles oder nichts. Dann versuche ich sie einfach fertig zu machen. Die bin ich wohl erstmal los. Schauen wir uns den Raum an. Leider nicht das, was wir gesucht haben, aber ebenfalls sehr nützlich, denn jetzt kann ich Antimaterie selber herstellen. Mit Antimaterie kann man Warpzellen bauen und mit Warpzellen kann man den Hyperantrieb aufladen. Und mit dem Hyperantrieb können wir in andere Systeme springen, so wie wir in dieses System hier gesprungen sind. Also kann ich das jetzt unendlich. Ich muss mir nur immer so eine Warpzelle aufbauen. Das ist sehr praktisch. Gut, damit ist diese Mission wohl abgeschlossen. Meine Suche ist leider immer noch erfolglos. Aber vielleicht werden wir in der nächsten Folge etwas schlauer. Schauen wir uns noch ein wenig auf den Planeten um und gucken, was wir dann machen.
aufgeladen.